komplexen Strategie sein. Ich hoffe mal. Bro, ja. Ja, gut. Nur das ist für mich natürlich dann manchmal auch schwierig, wenn man dann nahezu, zumindest was einem einfällt, alles so weit gezeigt hat, gemerkt hat, dass vielleicht hier und da ein paar Fehler sich eingeschlichen haben. Das natürlich immer schwieriger wird, sage ich mal, neue Ideen zu kreieren. Man hat ja auch nebenbei dann noch, sage ich mal, andere Aufgabengebiete, die natürlich auch anstehen. Nun weiß ich nicht, auch vom Forum her, vom deutschen Forum her, wo noch irgendwelche Fragen, wie auch immer, entstehen. Ich weiß, dass Jonas, ein User im deutschen Forum, auf seine Strategie wartet. Leider ist dieser Fehler immer noch nicht behoben worden von den Entwicklern. Also kann ich da auch nichts weiter großartig Neues zeigen. Ich würde ja gern, aber mir sind die Hände gebunden. Ich muss halt auf meine Entwickler warten, dass die also diesen Fehler beheben. Ja, das ist das. Ja. Und wenn man dann beispielsweise mehrere Strategien oder mehrere Fehler gefunden hat, dann muss man halt teilweise ziemlich lange warten, ehe fixt werden, weil natürlich dann Regression der Fehler eben durchgeführt wird. Also dass man eben wirklich nicht einfach nur den Fehler behebt, sondern eben, okay, welche Systeme können noch betroffen sein und so weiter und so fort. Das ist also nicht immer so ganz einfach. Ich würde heute komplex durch vielleicht in einzelne Komponenten vielleicht zeigen. Ja, also was anderes fällt mir im Moment nicht mehr ein, um ganz ehrlich zu sein. Ich könnte natürlich auch etwas zeigen, was ich schon gezeigt habe. Man kann es ja in YouTube-Videos jederzeit dann nachlesen oder nachverfolgen. Von daher denke ich, dass es zusätzlichen Nutzen bringt. Ja, Community Forum, deutsche Community Forum habe ich eigentlich, denke ich, alles präsentiert, beziehungsweise langschieben. Vielleicht einfach mal, gestern im englischen Forum habe ich Trade Event als Startpunkt ein bisschen gezeigt. Ich weiß, dass die deutschen bzw. Nutzer dahingehend sich erst durchlesen, alle möglichen Informationen, sag ich mal, konsumieren und dann die Frage, die man sich stellt, eben nicht in den dann werden die Fragen formuliert. Wahrscheinlich ist es so, dass alle Fragen beantwortet werden, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich würde mir wünschen, wenn im englischen Forum, darauf würde ich mich jetzt beziehen, die besser, manchmal vielleicht schon eben, ich zumindest, als schon mal gezeigt wurde, betrachtet. Deswegen wundert es mich dann manchmal so die Verständnis von Visual Forex. An sich, ich weiß, dass wenn man da neu hinzukommt, dass es ein bisschen komplex sein kann. Aber ich denke mal, wenn man eben funktioniert, dann ist das eigentlich relativ einfach. Ich würde vielleicht ganz kurz nochmal auf die Startpunkte eingehen, was die wirklich genau machen, weil ich denke mal, da ist Verständnisprobleme vorhanden. Also letztendlich ist ja Visual Forex basiert ja quasi auf Signalen, die von extern kommen, also beispielsweise unsere API von unserer Plattform. Diese Signale werden dann durch die, sag ich mal, durch die Strategie gejagt.
Also sprich, wir versuchen ja mit diesen Blöcken zu filtern, um unseren Einstiegspunkt ganz klar zu definieren. Wenn wir diesen Einstiegspunkt nicht klar definieren, haben wir natürlich mehrere Einstiegspunkte, die vielleicht auch ins Unterfold sind. Der Kerzenstartpunkt beinhaltet letztendlich, wie der Name schon sagt, Kerzen. Die Standardkerze ist die 10-Sekunden-Kerze. Also sprich, alle 10 Sekunden werden Signale ausgehend von diesem Punkt durch die zukünftigen Blöcke gejagt und so weiter. Und wird natürlich geprüft, alle 10 Sekunden wird geprüft, ob denn die Konditionen, die hier definiert wurden, ob die wahr sind oder falsch oder wie auch immer. Also in diesem Fall, wenn wir beispielsweise sagen, okay, wenn ein Indikator einen bestimmten Wert erreicht hat, dann wartet quasi die Strategie oder Checkpoint so lange, bis diese Bedingung erfüllt ist. Dann erfüllt es weitere. Wenn wir also beispielsweise, sag ich mal, eine Position haben und wir wollen diese Position meinetwegen ein Loss oder ein Take Profit basiert auf an extern andere Werte letztendlich justieren, also sprich, wir sind in Position eingegangen und wollen unser Stop-Loss basierend auf dem EMA beispielsweise. Es ist so, dass also bei Default, also bei standardmäßig eingestellt ist, okay, alle 10 Sekunden kann also eine Änderung des Stop-Loss erfolgen, basierend auf Kerzenstartpunkt. Also sprich, wenn sich angenommen der EMA oder wenn der Kurs extrem nach oben geht, dann ist natürlich klar, dass das Stop-Loss nicht nachgezogen wird, erst nach der nächsten Kerze. Und was auch noch wichtig ist, also in diesem Zusammenhang, dass Positionen, sobald wir eine Position haben, können wir auf diese Position mit dem Position Viewer auch zugreifen. Man kann auf Positionen nicht zugreifen, wenn sie eine Pending Order sind, also wenn sie eine bedingte Order sind, dann können wir nicht darauf zugreifen. Man kann auch nicht zugreifen, wenn die Position geschlossen wurde. Da kann man dann nicht mehr mit dem Position View nicht mehr drauf zugreifen. Dafür gibt es dann diesen Trade Event. Also Trade Event, wie der Name schon sagt, behandelt alle möglichen Trade Events. Also Cancel, Close, Create, alles Mögliche. Und dann wird ein Signal generiert. Also sprich, wenn eine Position geschlossen wurde, also man sagt, so kann man mit dem Position Viewer nicht mehr auf die lange Position zugreifen. Also man kann nicht den Profit Loss der Position, man kann nicht mit Open Price, Close Price, wie auch immer, Zeit, kann man nicht drauf zugreifen. Das ist also nicht mehr möglich. Man kann nur mit Hilfe des Trade Events auf solche Inhalte oder das ist insofern wichtig, weil ich gesehen habe im englischen Forum, dass vermehrt und auch per E-Mail vermehrt Benutzer gerne eine weitere Position eröffnen möchten, basierend auf den Erfolg oder Misserfolg der vorherigen Position. Sprich, wenn eine Position im Minus ist, Minus geschlossen wurde, dass dann die darauffolgende Position einen höheren Trade Amount hat, also so eine Art Margin. Wie beim Roulette, dass man setzt 1 Euro ein, verliert den, man setzt 2 Euro ein, verliert die wieder, 4 Euro und so weiter. Das ist also immer, sagt man, am Ende, je nachdem wie groß das Konto ist, am Ende, also man immer gewinnt. Jetzt schon von Nutzern nachgefragt worden, dann will ich das ganz kurz vielleicht mal sehen, beziehungsweise ist es vielleicht auch im Englischen schon betrachtet worden, beziehungsweise im Forum schon gelesen worden. Aber ich will jetzt einfach nur die Komponente zeigen. Natürlich ist es auch essentiell davon abhängig, inwiefern der vorherige Code geht. Bringt nichts, wenn man beispielsweise das so macht, wie ich es gleich zeige, wenn man aber die vorherigen Strategien, also wenn man die Logik der Hauptstrategie, sage ich mal, also der, wo dann die Position eingenommen wird, wenn diese natürlich muss ich also immer vorstellen, okay, was macht
was wird getan? Also sprich, es bringt ja nichts, wenn man beispielsweise, ist mir aufgefallen, dass also wenn man beispielsweise ein Spread bestimmt, das Spread beispielsweise natürlich ein Double ist, also eine irrationale Zahl, ist eine Kommazahl, hier üglicherweise 0,2 Pips, also 0,000, also 5 S4 Nullen und dann eine Zahl. Und wenn man basierend auf solch einer Berechnung ein Loss oder einen Take Profit bestimmt, in dieser Maske, Absolute Market, hier sind erstens, wie man schon sieht, hier diese Farbe ist ein, wenn man müsste also den Double letztendlich umformen, irgendwie in Berechnung, umformen in einen ganzzahligen Typ. Müsste man vielleicht beachten. Also dass einfach so eine Kleinigkeiten nicht ganz so einfach, auch von der Beschreibung her, gebe ich zu, von der Beschreibung her von eindeutig beschrieben worden sind. Wenn man also darauf achtet, dass also hier ein, zum Beispiel ein ganzzahliger, man sieht ja hier ein Integer, Slippage ist Integer, Loss und Take Profit ist Integer, während der Amount, wir wissen ja, bei Lucas Copy sind es also 1 Million, also Einheiten, und deswegen ist Default Trade Amount immer in Double, schauen Sie, dass es nicht angezeigt wird. Wenn man also trotzdem einen Stop-Loss, Take Profit auf einen Double, auf einen Preis beispielsweise oder auf einer, basierend auf einer Berechnung, beispielsweise EMA hat ja auch einen, sag ich mal, einen Preis oder ein Level und dann macht man eine Berechnung minus plus ausgehend, also subtrahiert oder addiert einen bestimmten Wert, dann kann man dies natürlich auch einfügen, aber erst, wenn die Position geöffnet wurde. Also sprich, die Position muss geöffnet werden, wie das auch auf der JForex-Plattform so funktioniert. Die Position wird geöffnet. Wenn Sie dann in Ihre Activity-Log sehen, erst wird die, also wenn Sie die Pending Order kreieren, erst wird immer die Order übermittelt, also wie viel, welches Currency Pair, welche Richtung, welcher Preis und so weiter. Und dann wird dazu zu den dazugehörigen Stop Loss oder Take Profit oder Trailing Stop hinzugefügt. Also immer mit an dem an der Position davon ausgehen. Also sprich, sobald diese Position geöffnet wurde, kann man dann auch logischerweise einen Stop Loss und einen Take Profit basierend auf Double, also auf irrationalen Zahlen, also auf Preis anhängen. Ich denke mal, das ist soweit bekannt. Ich werde es ganz kurz mal zeigen, weil es relativ einfach ist, also zumindest von der generellen Funktionsweise. Also man nimmt sich, kann einen Loop Viewer nehmen, man kann Loop Viewer, habe ich auch, glaube ich, schon des Öfteren erzählt, Loop Viewer ist das Komplexeste, also nicht das benötigt den größten Speicher, beziehungsweise die meisten Ressourcen. Positions Viewer, wie der Name schon sagt, geht halt oder funktioniert insbesondere für Position und benutzt dadurch weniger Speicher. Also man nimmt sich dann, man definiert eine Position, also nicht eine Position, sondern die Positionen. Da kann man dann beispielsweise, keine Ahnung, Position, einfach nur, dass man die Positionen, also dieses Array, diese Positionen, also die erstellt werden, die also dieses Array, diese Tabelle benennt man Position, dass man also sagen kann, okay, wir haben Array Position, dann haben wir beispielsweise ein Array, also eine Tabelle mit Kerzen beispielsweise, wenn wir mit GetHistoricalCandle mehrere Kerzen bestimmen wollen, dann hat es also auch einen bestimmten Namen und wir definieren in diesen Positionen Variable, okay, welche Position, alle Positionen, offene Position, Pending Position. Wir können auch alle Positionen nehmen. Und dann, um es mal, weil hier steht Iterate. Iterate ist ein bisschen, wie soll ich sagen, technisch.
lastig formuliert. Also letztendlich geht mit diesem Position Viewer, nicht geht, aber wird die Tabelle nach möglichen Abgleichungen, nach möglichen Bedingungen, die wir natürlich hier definieren, geht dieser Positions Viewer quasi durch dieses Array durch und prüft, okay, welche Position füllt die definierte Bedingung. Wenn beispielsweise ein Stop-Loss und ein Take-Profit basierend auf Variablen, also Variablen, Variablen, so viel gemoppelt, aber wenn beispielsweise sich der Stop-Loss-Level oder Take-Profit-Level ständig ändert, dann muss natürlich überprüft werden, okay, beispielsweise wir haben eine offene Position beim ersten Durchlauf, beispielsweise nach 10 Sekunden haben wir einen Take-Profit realisiert, also angehängt an die Position. Und wir wollen die jedes Mal neu ändern bzw. überprüfen, ob denn die zusätzliche neue Bedingung, ob die denn wahr ist, also erfüllt ist. Und so kann man also immer wieder alle 10 Sekunden beispielsweise basierend auf einem EMA immer wieder ein neues Stop-Loss anhängen, weil die Bedingung dann eben so ist, okay, wenn der EMA kleiner ist, oder größer ist oder wie auch immer, oder einfach sagen, okay, der EMA-Wert, der wird einfach angehangen. Ja, okay. Beispielsweise kann man das so machen, wenn man beispielsweise ein EMA hat. Wir nehmen es einfach mal her. Also wie gesagt, ich mache jetzt keine Strategie. Ich würde einfach nur wichtig ist, hier noch zu beachten, dass man, ich denke mal, dass man hier also dass man also da beachten muss, ob ein Tipp oder Preisseite bestimmt ist. In unserem Fall wollen wir irrational planen, also eine Double vom Typ Double natürlich bestimmen. Dies sieht man jetzt hier, wenn man auf Preis geht, sieht man sofort, dass der Dateityp sich geändert hat in Double. Also kann man, ne, beispielsweise das so setzen, wie man hier sieht, das ist auch Double, also auch. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, muss ich zugeben, also ich würde sagen, das ist grün. Dass man also dies so denken kann, dass also mit jedem ihrem neuen EMA-Signal wird dann also der Stop-Loss und äquivalent dazu ist natürlich dann auch der hier in OpenLab Market reinschieben möchte, das ist ausgegraut, das funktioniert also nicht. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, ich benenne jetzt einfach mal EMA 1 als Integer und packe den, ich meine so, wir haben und hier packen wir eine neue Variable vom Typ Integer, passend wird. Ich mache es einfach mal test. Da kommt keine Fehlermeldung, im Moment zumindest nicht. Aber man sieht ja, dass eine Double Dateityp wird dem Integer, was nicht funktioniert. Ich bin leider kein Programmierer, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann in der Programmiererabteilung da sicherlich Witze drüber gerissen werden, über die Art und Weise. Jetzt geht es natürlich, dass ich hier mein Stop-Loss und Take-Profit reinschiebe, aber dies wird nicht funktionieren. Da wird also eine Null-Pointer-Exception in der Java-Konsole generiert, weil man eben nicht darauf zugreifen kann. Wissen. Okay. Also diese Farben letztendlich, die haben halt, würde ich damit einfach nur deutlich machen, auch eine bestimmte Bedeutung, dass, also wie hier zum Beispiel, nicht, sag ich mal, da, also, einem Integer zugegeben
Umgedreht geht es natürlich, also Integer und Double, weil der Integer ganzzahlig ist und Double ist ja ein Teil von ganzzahlig, das kann ja auch 10,0 sein. Dann gab es noch, fällt mir gerade ein, eine andere Frage, wenn man also beispielsweise eine Pending Order, Pending Open, platzieren möchte, basierend auf beispielsweise der EMA ist ja eine irrationale Zahl, die also, weiß ich nicht, wie viele Stellen man hat und unendlich geht. Ist natürlich so, dass idealerweise natürlich Visual JForex oder auch JForex natürlich erkennt, okay, eine Art Rundung. Das spricht dann angenommen der EMA bei 1,37, 15, 3 liegt beispielsweise oder so, dann ist es ja in Ordnung, aber in der Regel ist es 1,37, 15, 3, 7, 8, wie auch immer. Und diese Rundung ist leider noch nicht implementiert worden. Aber scheinbar gibt es da immer noch Probleme, wie man denn Einstiegspunkt zu nutzen, dass es da eben Probleme gibt, dann eben diesen Einstiegspreis zu definieren. Also dann, ja, müssen sich aber in der JForex-Plattform wird dann also ein Fehler generiert, der da heißt, so eine justieren Sie den PIP-Wert auf 0,1, also auf ganze 0,1 PIP, um einen gültigen Preis zu finden. Und ja, also das ist letztendlich dahingehend. War es bei dieser Martingale-Strategie, die irgendwie also, ja, oder so ins Forum gestellt wurde, die eben auf einen da sag ich mal alle beim Pending Open mit einem bestimmten Abstand werden die generiert, einmalig und der EMA plus 10 Pips und EMA minus 10 Pips und wenn natürlich dann der Ausbruch kommt, dann und dieses Entry und diese Entry-Level, die Einstiegspunkte, die wurden halt nicht mit jedem Zeitabschnitt wurden die eben nicht gehen. Da habe ich leider noch keine Lösung dafür. Mathematisch kann man das, glaube ich, irgendwie lösen. Ich bin mir aber bin immer der Meinung, dass es okay. Gut, dann lange Rede kurzer Sinn. Würde ich ganz kurz das mit dem Trade Event noch mal ganz kurz zeigen. Also wie ich eingangs schon erzählt hatte, dass also wir ein Trade Event haben. Nun ist es so, genau, ist es so, man kann es jetzt ja angenommen, man nimmt Pending Orders. Pending Orders, die mit jeder Kerze, also die bei jeder Kerze justiert werden. Natürlich, die eben auf, abhängig von, sind von irgendwas. Also sprich, um von wieder beim Thema zu bleiben, wenn EMA und jedes Mal, wenn der EMA steigt oder fällt, wird dann halt die Pending Order angepasst. Nun ist es ja so, dass denn bei jeder Kerze wird also ein Open, also ein Create, wenn man so will, ein Create von der Pending Open erzeugt. Und dann diese wird also Open und Close der Pending Position. Wenn ich jetzt also sage, dass die Trade Event Message Type, sage, ich möchte auf ein Close, also sprich, wenn dann die Position geschlossen wurde, zugreifen unter Bedingungen definiere, dann ist es also so, wenn eine Pending Position geschlossen wird, also sprich, wenn sie gecancelt wird,
dann kommt dann trotzdem, ist dieser Output trotzdem als wahr, im Moment zumindest noch. Deswegen weiß ich einfach nur. Da muss man also aufpassen, dass man irgendwie eine Art Methodik findet, dass man also sagt, okay, wenn die Position fill and then, Entschuldigung, und dann das Ganze macht, natürlich schwierig, weil wenn sie gefüllt wurde, dann wird es ja nicht gleich geschlossen. Also sprich, mit diesem einen Signal, Check Event, okay, Position wurde gefüllt, wurde sie dann auch gleich geschlossen? In der Regel müsste das dann in der vorherigen Strategie eben genau definieren, okay, beispielsweise man definiert, wenn Position fill, dann beispielsweise nimmt man eine Variable her, eine boolesche Variable, die sagt, okay, go. Eine boolesche Variable, die eben sagt, okay, die Position wurde gefüllt. Wenn also die Position, dann haben wir also eine boolesche Variable, die sagt, okay, es wurde gefüllt. Dann müsste man also sagen, also wenn go, also wenn go gleich true und position close, straight message, beide Dinge wahr sind, dann kann man eben diese Berechnung machen, wo man eben sagt, okay, position, profit loss in USD und so weiter und so fort. Dann kann man diese Bedingung eben machen, dass man sagt, okay, dann beispielsweise man sagt 10 Pips und dann sagt man, okay, wir irgendwo unseren Lot Amount haben wir also irgendwo in der der Position eben bestimmt wurde, da können wir dann also sagen, okay, Calculation, wenn das also angenommen, wir sind mit 10 Pips im Minus, dass wir dann sagen, okay, Lot Amount mit einem bestimmten Multi, also ein Lot Amount, den man ursprünglich hat, dass man den dann eben zuweist, okay, das wäre also der. Dann möchte man natürlich dann vielleicht, okay, wenn ich also Profit bin, also sprich, dann kann man also sagen, okay, wenn also mein Last Trade Event ist Profit Loss in USD, in US-Dollar ist, also wenn er größer als minus 10 ist, müssen wir natürlich noch genauer sein. Es kann ja auch sein, dass wir positives Slippage haben beim Stop Loss. Dann müssen wir also sagen, okay, wenn die Last Trade Event Message eben mit dem Take Profit beispielsweise geschlossen 15, wenn es also größer gleich 15 ist, dann wird dann die Variable, sag ich mal, und hier wird quasi ja, also dann müsste man
Also so wird es dann quasi aussehen, dass man quasi, wenn also ein Profit Trade realisiert wurde, dass man dann also quasi wieder alles resettet, also zurücksetzt auf die Ausgangsberechnung und man hat dann beispielsweise if, also so eine kleine Minischleife, ja, if normal lot size is true, dann berechnen. Immer. Und wenn nicht, wird eben einfach hier weitergegangen. Also sprich, wenn also ein Lost Trade gezogen wird, dann wird also hier eine neuen Lot Amount, genau, das ist also das Ergebnis hier. Ja, einfach mal so wird das dann ungefähr aussehen. Also hier. Pfeife hier, okay, nur wenn also wir einen Profit Trade haben. Ja, und der Anfang der Strategie ist ja das Normal ist. Dann wird es also hier berechnen, geht es dann hier durch, hier werden also die verschiedenen Bedingungen erstellt und dann wird Open at Market mit der berechneten Lot Size. Dann, wenn natürlich dann der Trade irgendwann geschlossen wird, wird also entschieden, okay, hatte ich einen Verlust oder hatte ich einen Gewinn. Wenn ich einen Verlust hatte, wird also der ursprünglich berechnete Lot Amount mit dem Multiplier beispielsweise generiert. Sprich, es muss ja, also angenommen, wir haben jetzt eine 10 Minuten Kerze, die halt bestimmt, okay, alle 10 Minuten beispielsweise geht. Innerhalb der 10 Minuten wird dann die Position geschlossen. Entweder durch Take Profit oder Stop Loss. Dann wird also hier während der 10 Minuten durch diesen Trade Event wird also dann ein Signal generiert. Dann wird quasi der Lot Amount innerhalb der Kerze neu berechnet. Und natürlich auch die normale Lot Size, die Variable ausgesetzt. Und dann mit der neuen Kerze wird also hier geprüft, okay, Normal Lot Size ist false, also hier ist der Output, dann wird es geprüft, wie auch immer, und dann habe ich also meinen Lot Amount, der mit dem multipliziert wurde, also die höhere, die größere Lot Size. Beispielsweise 100.000 hatte, also der zweite Trade realisiert und so weiter. Dann wird also beim nächsten Mal, wenn ich dann wieder im Verlust bin, ich habe jetzt die Dollar genommen, okay, minus 10 Dollar, könnte man. Das ist ja auch erstmal, geht ja nur um die Funktionsweise. Also wenn er beim nächsten Durchlauf, okay, bin ich wieder im Verlust, dann wird also 150 mal 1 mal 5, sind wir bei, wenn ich mich rechne, 2,25, also 225.000. Also wichtig ist bei sowas, also dass man eben wirklich so eine Art kleine Minischleifen quasi bildet. Also nur wenn also irgendetwas wahr ist, dann tue das. Und wenn eben aufgrund anderer Bedingungen eben das Ganze gesetzt wurde, dann eben wird. Soweit. Da gibt es auch mehrere Beispiele im Forum, auch mehr Elemente, die wo ich dabei geholfen hatte. Wenn man die verknüpft mit einer Strategie sieht, dann ist das vielleicht, sage ich mal, klarer. Oder man kann sich die Nutzen machen oder eben selber modifizieren. Okay. Jetzt haben wir noch 20 Minuten. Genau, was ich vielleicht noch zeigen wollen würde, ist mir auch. Ist mir aufgefallen, also es funktioniert sicherlich,
Aber es ist, sage ich mal, problematisch. Wenn man also sagt, okay, ich habe meinen Tick-Wert und so weiter und so fort, ich, also hier, ne, Cent ist gleich dem Wortinstrument und so weiter und so fort. Wenn man dann sagt, okay, ich nehme meine historische Kerze hin und, also das ist noch ein Fehler von uns, den werden wir noch beheben. Und wir sagen, okay, die 4 Periods ist 10 Minuten und wir wollen, also ist alles erledigt, wir wollen hier unsere historische Kerze gefüllt haben. Und wir wollen, basierend auf dem, wollen wir denn irgendwas anderes berechnet haben. Es wird funktionieren, aber erst nach allen 10 Minuten. Beziehungsweise es wird ein Fehler generiert. Ob der Fehler jetzt nun essentiell ist, weiß ich nicht, habe ich nie ausprobiert, aber es wird ein Fehler generiert werden irgendwo. Ich würde immer empfehlen, wenn es um Kerzen geht, immer auf Kerzenstartpunkt auch gehen. Man kann ja die Berechnung dennoch auf Tick vorgehen. Das ist ja vollkommen legitim. Aber wenn es um Kerzen geht, man könnte ja auch quasi warten, bis dann diese historische Kerze eben richtig vollzogen. Und dass man, also wenn man irgendwelche Highs oder Lows nehmen möchte oder was auch immer, das wartet, bis diese Position eben gefüllt wurde, bis dieser Bedingung wahr ist. Wie gesagt, im Moment müssen wir dann noch arbeiten, dass also eine Fehlermeldung generiert wird oder ein logischer, ja, ein Fehler ist es ja eigentlich nicht, aber dass also man es überprüfen möchte, ob man nicht vielleicht besser einen anderen Startwert hernimmt. Das ist vielleicht noch zu beachten. Also wenn man wirklich auf Tick etwas berechnen würde, einfach auch um den Rechner zu schonen, würde ich wirklich die relevanten Informationen, die auf Tick benötigt werden, also wirklich essentiell sind, die würde ich dann auch wirklich da berechnen, also beispielsweise ein Spread oder so. Und wenn ich dann als beispielsweise ein Spread von einer, weiß ich nicht, 0 habe oder 0,1 oder sowas, dann würde ich empfehlen, vielleicht eine Variable zu definieren, eine boolesche Variable, die dann heißt, was ich, Spread ist erreicht, also Wunsch Spread ist erreicht und dann die Berechnung, die weitere Berechnung auf Kerzenbasis vollziehen oder wie auch immer die innere Logik der Strategie denn aussehen. Aber es bitte halt wirklich immer zu beachten, Visual Default ist noch nicht so weit. Also ist immer noch Beta-Version, ist noch nicht so weit, dass man solche inneren logischen Strukturen eben erkennt, beziehungsweise sagt, okay, da könnte ein Fehler, da könnte ein Fehler auftreten. Also wirklich, wenn es um Kerzen geht, Kerzenstartpunkt, wenn es um auf Tick-Basis generieren, man nimmt einen Change-Channel beispielsweise und sagt, okay, wenn also der Kurs den in quasi nach oben oder nach unten durchbricht, dann tue etwas. Ne, wenn man dann aber auch gleichzeitig sagen will, okay, wenn beachten, dass dann auch Probleme entstehen. Ich glaube, wir hatten einen User, der einen JSON Decoding Error, also man konnte die Strategie nicht. Gut. Das dazu. Habe ich noch irgendwas, was ich gesagt habe? Fragen. Ich frage das zwar jedes Mal, weil ich sehe halt immer nur, dass sich Kollegen hier über was ganz anderes unterhalten, aber eben keine Fragen stellen irgendwie. Wünscht es. Ich habe leider nichts Komplexes anzubieten, weil ich der Meinung bin, solange wie keiner fragt, brauche ich es auch nicht zeigen. Visual Defaults, denke ich, man kann dazu fast alles. Was ich vielleicht noch zeigen könnte, wenn wir dabei ein. Indikatoren. Indikatoren kann man, wie ich auch immer betont habe, man kann die sich selber programmieren. Beispielsweise, man möchte, habe ich auch schon in der Vergangenheit gemacht, einen Fractal-Indikator nachprogrammieren. Projects angeboten, also diese. Fehlerbehaftet ist, wurde erstmal rausgenommen. Man kann sich also auf jeder
Webseite Google eingeben. Ich gebe einfach mal Segway ein. Frage war. Und Zigzag Calculation. Nennt sich also die, wie letztendlich ein Indikator funktioniert. Man sieht es meistens in einer Formel. Man kann beispielsweise sich auch, hier nimmt es mal eindeutiger zu, dass man also sagt, okay, ich möchte jetzt einen Indikator programmieren. Man sieht hier, okay, hier ist meine Formel. Hoch, tief und close durch 3. Also die ganze Seite durch 3, basierend auf einem Tag höchstwahrscheinlich oder je nachdem, was für eine Einheit gewünscht ist. Und man nimmt sich dann einfach, basierend darauf, man nimmt sich dann einfach diese Information und schreibt sie in Visual Default rein. Und dann hat man den Output, also wenn ein P in diesem Fall P einen bestimmten Wert hat, also in dem Falle für den Pivot Point. Man sieht ja dann auch hier die Supports und Resistance Levels. Wenn also diese Werte, die man dann berechnet hat, wenn diese dann mit dem Kurs übereinstimmen oder nicht übereinstimmen, oder, dann kann man natürlich dann, hat man dann seinen Indikator innerhalb einer Berechnung. Also innerhalb der Strategie, die man berechnet hat, quasi. Das kann man also sich relativ einfach hernehmen. Was nicht möglich ist, um gleich mal zu sagen, was nicht möglich ist, dass man also Indikatoren als Teil eines Indikators macht. Also Stochastik selbst kann man, weil es ja eine Stochastik wiederum basierend auf anderen Indikatoren ist, also dass man quasi innerhalb einer Schleife produziert, dies ist begrenzt, beziehungsweise, soweit ich weiß, mit Visual Forex noch nicht möglich. Das wird also noch verbessert werden, aber sage ich gleich, das wird in weiterer Zukunft erst. Ich hätte ein Double Smooth Stochastic. Hier der Brad Wizard ist wenn soweit er nicht als Indikator hier vorhanden ist, programmierbar. Es ist programmierbar, aber eben generiert zu viele Fehler. Ansonsten diese normale Range Indikator, Average True Range oder sowas. Average je nachdem, wie die Form ist, bildet man die sich einfach mit Hilfe des Jetworks und packt halt in die Hello, Open, Close haben möchte, nimmt man sich also einfach Kerze 35, wo ist er? 30 und dann nimmt man einfach dazu rein. Okay, und dann der Output ist dann halt P in diesem Fall, und dann kann man das ja weiter definieren und modifizieren. Okay, da es keine weiteren Fragen gibt, würde ich einfach mal sagen, das war's für heute. Ich wünsche noch einen erfolgreichen Tag, erfolgreiche Woche. Wenn es irgendwelche Fragen gibt im Forum, bitte einfach stellen oder E-Mail schreiben. In der Community schreiben. Ja, wünsche Ihnen noch eine weitere gute Mittagspause und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dann tschüss.